Heute kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass wir die kill-lastigste Runde sehen, die wir jemals bei World of Warships, zumindest auf meinem Kanal, gesehen haben. Und damit herzlich willkommen hier von der Karte Großes Rennen mit der Kremjaschi. Ich bin sehr gespannt, weil die Kills versprechen sehr, sehr, sehr viel und ich freue mich da unglaublich drauf, weil viel Schaden haben wir schon häufiger gesehen, aber viele Kills, das ist da doch eher seltener. Und dementsprechend schauen wir mal, was die Kremjaschi hier so leisten kann. Erstmal hier blind die Torpedos reinsetzen. Kann man immer mal wieder probieren. Ist jetzt hier auch offen von der Mitsubishi am Himmel. Da muss ich sagen, muss er da ein bisschen abdrehen. Hier weiterhin auch die Flak, die da jetzt am Start ist. Die Bomber, die da jetzt Richtung Yugi gehen. Da bleibt er natürlich offen. Hilft jetzt hier auch mit seiner eigenen Anti-Air. Aber natürlich hat man jetzt mit dem Zerstörer eigentlich jetzt nicht so das prädestinierte Gerät, um die gegnerischen Flugzeuge runterzuholen. Da vorne jetzt Nicholas und die Marblehead. Und darauf kann er jetzt schießen. Wartet jetzt auch noch ab, bis da seine... Oh, die Nicholas hat sich da festgefahren, eigentlich prädestiniert, um selber darauf zu wirken. Jetzt hat er hier ein Leck gehabt scheinbar, deswegen hat er nicht geschossen. Sieht man ganz gut, wenn auf einmal plötzlich sowas wie jetzt kommt, dann liegt es am Leck bzw. an der Verbindung von dem aufnehmenden Replay. Aber wir haben da jetzt nichts verpasst, so wie ich das gesehen habe, also alles gut. Eher nur die ganzen Flugzeuge, die hier noch rumschwadronieren, die ihn eher stören. Deswegen, noch kann man keinen Schaden machen, noch ist er dazu gezwungen, hier so ein bisschen sich bei den Kreuzern und Schlachtschiffen aufzuhalten. Und wieder hier den nächsten. Und jetzt aber greift er ins Gefecht ein und jetzt schießt er auch mal. Torpedos gehen wieder ins Wasser. Überall jetzt die Flugzeuge um die Jungs herum. So, und jetzt mit AP Richtung Marblehead. 4 Zieltreffer, leider keine Zitadelle. Das geht aber mit der Kremjaschi perfekt, muss man sagen. Und gerade wie hier, er ist hier Top-Tier. Also mit dem 5er geht das wirklich, wirklich gut. Weiterhin nach wie vor die Flugzeuge hier über den Jungs. Da eine Wyoming und eine Istyaslav. Die wird natürlich mit HE beschossen. Ein Torpedo ist auch sogar angekommen. Sehr gut. Und jetzt vielleicht hier die gleich weggeholt. Da sind noch 275 Hitpoints stehen und da ist der erste Kill der Runde. Also ich meine natürlich von ihm, so gesehen der zweite Kill der Runde fürs Team, aber sein erster Kill. Und jetzt bekommt er hier gleich einen dicken Schaden, muss sich hier sofort reparieren, dass nicht, dass hier Schlimmeres passiert. Die Wyoming, die steht, auf die kommt aber jetzt nicht wirklich mehr drauf. Ah, doch noch einer angekommen, sehr schön. So, und jetzt hier, da gibt es eine kleine Kollision mit der Merlin, beziehungsweise mit dem Merlin und der Wyoming. Und das Nebelhorn grüßt auch nochmal. Der schreibt auch sorry, da weiß er, er hat reingekreuzt. Kann passieren, aber da wird keiner von beiden ein Problem damit haben. So, und er arbeitet hier immer fleißig mit den Torpedos. Muss auch aufpassen, er ist nämlich regelmäßig offen, also natürlich eine Furutaka aus 7 Kilometer kann auch sehr, sehr unangenehme Folgen haben für eine Kremjaschi.
da jetzt eine Marblehead, aber allerdings... Oh, naja, okay, ich wollte gerade sagen, bis er die Torpedos wieder ready hat, dauert es ein bisschen, aber die Marblehead hat ihm den Gefallen getan und ist in die bestehenden reingefahren. Und die Nicholas, die kommt jetzt da auch schon fast rum. Wieder offen durch die Flugzeuge. Und jetzt kommt er auf den Nicholas drauf. Die Granaten fliegen auch schön schnell, haben eine schöne Flugkurve. Aber da wollte dann keiner mehr mitspielen. Jetzt Richtung Wyoming. Aber nach wie vor, er ist die ganze Zeit im Prinzip offen. Das ist sehr, sehr, sehr undankbar. Torpedos vor ihm. Aber Gott sei Dank, die so, dass sie keinerlei Bedrohung dargestellt haben. Jetzt hat er die Wyoming angezündet. Er spielt hier definitiv sehr aggressiv. Torpedos auf Steuerbord, also von seinem Team, aber Gott sei Dank alle weit genug weg, werden keinen Schaden anrichten. Und er ist ja so schnell, dass die Kanonen von der Wyoming kaum mitdrehen können, aber da kommen die Torpedos an. Da trifft einer. Leider zwar nur einer, aber der Damage war jetzt schon mal sehr wichtig. Und er ist hier, glaube ich, nicht aufgefahren, aber auf jeden Fall mal ganz dramatisch abgebremst. Steht jetzt nämlich im Rauch, hat den aktiv. Nummer 1 weg. Wyoming steht da aktuell eigentlich nur. Die Frage ist, was macht die? Merkt jetzt auch für wahrscheinlich so, hoppala. Da sollte ich jetzt mich ja mal ein bisschen wegbewegen. Das schaut schon sehr, sehr gut aus. Und da landet der Torpedo noch im Ziel. Und jetzt vielleicht mal langsam die Langley da wegmachen. Weil die Flugzeuge werden ja doch etwas anstrengend und ich glaube, er ist froh, wenn die Flugzeuge hier mal ihn in Ruhe lassen. Da macht er sogar die erste Zitadelle der Runde. Und steckt jetzt auch die Langley in Brand. Also natürlich Langley gegen den Krimyashi gar keine Chance. Weil die Granaten wirklich sehr unangenehm am Ende des Tages werden. Er fährt jetzt auch mit vollster Geschwindigkeit auf die Langley drauf. Man muss dazu sagen, Langley kann hier eigentlich auch nichts mehr machen. Also da ist das Schicksal einfach besiegelt. Und jetzt gibt es hier noch die Torpedos, um es im Zweifel ganz sicher zu machen, dass man sie zerstört. Da wird er getroffen noch sogar. Kritischer Maschinenschaden. Aber jetzt sollte das Thema erledigt sein und das Schiff geht in Luft hoch. 5. Kill, Krake freigelassen. Aber ich verspreche euch, das war noch nicht der letzte Kill.
So, da hinten kommt die Wyoming. Da fährt er aber im Schutz der Insel nah dran. Da hier die Tsuyu, auch noch da. Er ist wieder offen, wieder mal vom Flugzeug. Also Flugzeuge sind hier ganz klar die Pest der Luft. Wyoming kommt da in seine Richtung perfekt gefahren. Jetzt einmal ein kleiner und einmal ein breiterer Fächer. Und jetzt läuft er hier halb auf eine Insel auf. Da muss er aufpassen. Schießt jetzt aber weiterhin auf die Furutake, als ob ihn die Insel gar nicht stört. Die Torpedos auf die Wyoming. Da sitzt wieder einer. Und der bleibt aber auf der Furutaka drauf. Und hier die Zitadelle. Jetzt braucht er noch einen Treffer, dann macht er die weg. Und er aimt schon Richtung Nicholas um. Furutaka ist weg. Ist natürlich ein Haufen Distanz zwischen ihm und der Nicholas. Auch wenn die Flugbahn toll ist. Aber die kommen gut. Und da macht er auch die weg. Da hinten jetzt noch die Wyoming. Die ist leider hinterhalb der Insel. So ballistisch ist die Flugbahn nicht, dass er da das Ganze wegmachen kann. Dann konzentriert er sich halt doch wieder auf die Wyoming. Und zündet sie gleich direkt an. So soll es sein. Also es läuft fantastisch für ihn die Runde. 7 Kills, vielleicht hier jetzt Nummer 8. Und auch da der 8. Kill. Und jetzt ist nur noch die Tsuyu im Weg sozusagen. Für das Ende der Runde. Da hat er natürlich noch einiges vor sich an Hitpoints, aber vielleicht kann er da praktisch noch von seinem Team ein bisschen profitieren, weil hier sind noch ein paar Flugzeuge in der Luft. Ja, die Torpedos, die waren so geschmissen, die muss man ja praktisch ausweichen, da gibt es gar keinerlei andere Option dafür. Und auch die Bomben, keinerlei Problematik für ihn. So, jetzt kommt da gerade auf die Zuhörer nicht drauf. Aber jetzt gleich wieder. Damit verabschiede ich mich schon mal. Wir schauen, ob er das schafft, die zu versenken. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Spaß bei World of Warships. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Flugzeugträger versenkt.